Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Team World 4. Wir fahren heute den RayJet 897 Flughafen Wien. Morgen Lokführer, heute hast du die Aufgabe, den RayJet Express 897 in Richtung Wien zu fahren. Deine Schicht endet heute in Bludenz. Viel Spaß dabei und andererseits eine gute Fahrt. Abfahrt in Lindau ist um 10.23 Uhr. Ja, von Lindau bis Bludenz fahren wir hier. Das ist die komplette Strecke. Und das Ganze machen wir mit der Vectron. Ja, ich werde mal die Vectron kurz bereit machen. Bin mit der schon ein, zwei Mal gefahren. Ist ein sehr nettes Spielzeug. Und machen die Türen mal auf. 23, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und liebe Leute, das ist die Vectron in RayJet-Lackierung. Das ist komplett Community-Szenario und Community-Lackierung. Aber sieht die Vectron nicht schön aus in der RayJet-Lackierung. Es ist generell eine sehr schöne Lackierung. Und ja, also so 5-6 Fahrten habe ich jetzt mit der Vectron schon gemacht. Auch ein paar jetzt hier auf dieser Strecke. Und ja, ist schon nett. Okay, schauen wir uns mal kurz die Wagen an. Der eine oder andere wird sie schon gesehen haben. Denn das sind Intercity-Wagen mit RayJet-Lackierung. Von Bregenz, Dornbirn, Bludenz. Ah, oh, nett. Bis nach ganz da hinten. Mensch, Deutsche Bahn ist auch am Start. Bisschen voll hier. Aber keine SWB. Moin. Södele. Ja gut, wir schauen jetzt mal bei unserer Vectron, dass da alles passt. Wir sind auf dem deutschen System. Das ist gut. Dann machen wir hier hinten noch die Sparsysteme an. BJB, RZB haben wir hier eh nicht. Das ist auf Auto. Sie verlasse ich aus. Die nervt nur. Gut. Das war's. Dann Zugspitzensignale. Waren die jetzt an? Ist an. Wir haben Licht. Sehr gut. Und ansonsten mache ich noch AFB. Den hier. AFB. Ja, ja, ich weiß. Was haben wir hier am Anfang? 90. Stellen wir das mal ein. Ob die Sounds soweit authentisch sind, kann ich nicht wirklich beurteilen. Bin jetzt selbst noch nicht in einer echten Vectron drin gesessen. Das dürft dann ihr mir sagen, ob der Sound soweit passt, ob die Steuerung auch authentisch ist, etc. Spezielle ist, nachdem wir jetzt hier noch auf deutscher Seite sind, werden wir noch einen Systemwechsel machen auf Österreich. Das ist aber recht easy. Sollte also klappen. Okay, halbe Minute Abfahrt. Hier bei dem Display kann man irgendwie leider gar nichts machen. Glaube ich, kann man. Nö. Kann man auch nichts drücken. Hier kann man ein paar Sachen drücken. Kamera. Nö. Das ist dann zum Umschalten, Lichter checken, das funktioniert. Einstellung, PCB-Modus, den werden wir noch ändern. Über die Zugart bitte, danke. So. PCB-Störbetrieb aktiv. Wir sollten abfahren, beide verriegeln. Türen bitte schließen. Gut, dann wären wir abfahrtbereit. Bremsen gelöst. Oder anlösen, besser gesagt. Und los geht's. Na komm. So, Überwachung 45. Zugbeeinflussung. Schauen wir mal, dass wir hier nicht so schnell werden. Oh, ich hätte eigentlich hier gern diese Kameraansicht.
Mich würde es ja nicht wundern, wenn der Sound mitunter von Armstrong Powerhouse kommt, also unterstützungsmäßig. Denn das allgemeine Rollgeräusch, auch in den Kurven, mit dem Ächzen etc. und auch von den Motoren, klingt sehr überzeugend. Gott, dieses Geräusch, ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich so in echt macht. Aber ich würde mal davon ausgehen. Das ist irgendwie der schönste Abschnitt von der Strecke, denn da haben wir noch die alten Signale. Beziehungsweise da hinten noch die Semaphore-Signale. So, 50 haben gesagt. Beziehungsweise gleich mal 90. Ab hier. Ich glaube, dann könnten wir mal reinbrettern. Maximum Schmackes. Aber schaut euch das an. Das ist nicht schön. Oh, Regensbahnsteig 4. Dürfen wir hier auch schon auf die Hündner drauf. Nochmal ein. Ich weiß, ich mache den Lazy Mode mit der AFB. Aber wenn sie schon hat. Öh, Letaurus. Und Vector. Ein paar Kilometer sind es noch, dann haben wir den Wechsel. Was ich ein bisschen schade finde bei der Vectron ist, dass es da kein Fenster hat. Ist irgendwie toll. Muss man erst so nach hinten gucken, ob man da schauen kann. Andererseits hast du natürlich auch so einen Vorteil, wenn es von der Seite die Sonne kommt, wirst du nicht geblendet. Für sowas gibt es auch so Umblenden. Ziemlich jetzt schön gefunden. Und schade, dass das hier nicht funktioniert. Aber das ist ja schon immer ein Thema. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze ohne PCB-Zwangsbremsung geht. Und das ganze Szenario bin ich schon mal gefahren. Bei der ersten Durchfahrt, glaube ich, bin ich ein bisschen zu früh weggefahren. Da sind die ganzen KI-Züge bis auf einen nicht gefahren. Ich hoffe, das ist diesmal anders. Damit ich jetzt effektiv auf die Abfahrtszeit gewartet habe. Wäre natürlich schön, wenn wir hier Bewegung haben. So, Systemwechsel. Abschalten. Öffne Stromabnehmer senken. Södle, dann brauchen wir mal Österreich. 15 kV. Enter. Sehr gut. Ab hier. Stromabnehmer. Einmal heben bitte. Ist oben. Na? Jetzt. Sehr gut. Dann können wir wieder Schmackes geben. Systemwechsel erfolgreich. Vectron ist glücklich. Hoffen wir mal, das Prozedere ist soweit richtig. Funktioniert zumindest. Auch da gern Feedback. Ob man das eigentlich anders macht.
Oh, 2,5 Kilometer Bregenz, Bahnsteig 4. Und den ersten Abschnitt sind wir ja schon im letzten Video gefahren. Von Transient World 4. Ich möchte mal gerade ein Video machen. Ah, nicht Video, Foto. Video mache ich ja schon. Sehr geil. Strecke her schon ein kleines Nadelöhr hier, die eingleisige. So, ich würde mal sagen, machen wir die Leistung weg. Naja, bremsen wollte ich jetzt nicht. Meine Kombi fürs Bremsen. So, okay. Ach ja, dieser eine Bahnsteig da links. Ja, da komme ich jetzt ein bisschen flott rein. Le Talent im Blaurot. Die waren am Anfang gar nicht so beliebt bei uns. Wir haben da bei der Einführung echt Probleme gemacht. So, wunderbar. Bevor ich jetzt die Türen aufmache, will ich mit der Kamera mal kurz raus. Immer die Personen geben. Ja, rechts entriegeln. Keiner steigt ein oder aus? Okay. Habt ihr Angst, weil ich der Lokführer bin? No. Ist generell passagiertechnisch. Ach, da oben. Ich glaube, die kommen erst. Ja, die sind gerade am Kommen. Liebe Leute, ihr müsst Gas geben. Naja. So, Cinecam wieder einstellen. Wir sagen so. Türen verriegeln. Machen wir doch. Sehr gut. Nächster Halt, Dornbirn, Bahnsteig 2. Das ist ja noch interessant, ne? Wie er da unterschiedliche Leistungen gibt auf die Fahrmotoren, damit er nicht durchrutscht. Hier ist natürlich schon ein bisschen hardcore, noch gleich mit 100% reinzugehen. Okay, 110, 140 kommt danach. Schalten wir schon mal nach oben. Knapp 9,4 Kilometer. Ja, leider ist die Strecke halt nicht sehr lange. Da ist man recht schnell abgefahren. Gerade wenn man expressmäßig unterwegs ist. Und genau dann, wenn die Strecke wirklich spannend wird, hört die Strecke halt auf.
Also die Passstrecke bis nach Innsbruck, die wäre schon noch spannend gewesen. Naja, mal schauen, was jetzt mit dem Editor noch so alles kommt. Schon jetzt von dem Video gibt es noch nicht sehr viel. Leute, hinter der Linie bleiben, ne? Editor-related. Aber ich hoffe, da können sie jetzt wirklich mal lange Strecken machen. Oder so Combine-Sachen. Später mal. Ich werde auch mal einen Flyby hinkriegen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und die BCB hat mich noch nicht einmal genervt. Grüne Welle, so muss es sein. Soweit sind wir auch technisch keine großen Fehler auf dieser Strecke aufgefallen. Sieht eigentlich okay aus, auch von der grundsätzlichen Gestaltung. Das Einzige, was halt wie immer nervt, sind halt diese Mini-Ruckler. Aber ich glaube, das hat weniger was mit der Strecke an sich zu tun. Und ich bin jetzt noch oft im freien Modus unterwegs gewesen, aber im Fahrplanmodus, wo du halt einfach zu Fuß unterwegs bist. Und habe mir da einfach irgendwelche Zugkompositionen zusammengestellt und habe mich dann einfach in den Fahrplan integrieren lassen. Das macht schon noch irgendwo Spaß. Also, weil du dann halt nie weißt, wie du dann halt fahren wirst. Da kannst du halt wirklich auf jedes Furzgleis hinfahren, wo du sonst halt irgendwie nicht hinkommst. Da kann man schon seinen Spaß haben. Also gerade wenn man sagt, man fährt so einen Güterzug von A nach B, dann tut man ein bisschen umrangieren, bringt die Wagen irgendwo anders hin. Es geht ja alles. Kilometer noch bis Dornbirn. Da sind viele Leute unterwegs. Warum sind die alle hier und nicht da auf meinem Bahnsteig? Um meinen Zug hier voll machen. Ja, wisst ihr was, ich mache da jetzt mal schnell ein Foto für den Modus. Einfach weil es jetzt hier gerade so schön aussieht. Overlay ausblenden. Na komm, schönes Foto. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Gut. Beziehungsweise sogar runter auf 110. Oh. 20er Tafel, 110 müsste es dann auch gleich kommen. Hier. Oh scheiße, wir müssen da schon anhalten. Ah, das habe ich jetzt gerade ein bisschen übersehen. Das ist mal bei der ersten Testfahrt auch schon passiert.
Also übersehen habe, dass da jetzt Dombien kommt. Da muss ich... Sag mal, hast du die Lichter falsch? In welche Richtung fährst denn du? So, bremsen. Das war jetzt ein bisschen grob. Tut mir leid. Okay, Türen entriegeln. Wir schauen mal hinten aus. Da sind wir drin. Und Leute technisch. Da hat keiner Bock einzusteigen bei mir. Ah, komm Leute, so schlimm fahre ich doch gar nicht. Aber auch meine guten Momente. Nee, da will einfach keiner rein. Kann ich da auch unten rein? Ah, ja. Ich meine, ich weiß, es soll Stein sein, aber es sieht aus wie so Holzpressplatten beim Bau, wenn du jetzt irgendwas temporär zumachen willst. Gut. Tür zu. Ja, wir werden uns mal die Anfahrt von draußen geben. Von Levectron. So, der nächste Halt Feldkirch. Neues. Du, Kollege. Ach, der ist weggefahren. Du hattest aber falsche Lichter an. Naja, was soll's. Oh, diesmal keine Vollschmackis. Sind dann gleich mal die 140 erlaubt. Ab da. Ja, gut. Feldkirch, 20 Kilometer. Auch wieder so viele Leute, Hauptsache bei mir nicht. Ja, da kommt 130. Soll das wirklich so 130 hier? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder dann zumindest auch wieder auf 140. Dafür fehlt mir die Streckenkenntnis hier.
nice. Ein Kilometer auf 160 hoch. Läuft. Mensch, hier steht es aber auch noch. Topic. Auch der Fahrt werde ich mal schauen, wie es mein Teig geht. Versuche mich gerade das dritte Mal ein Toastbrot. Wäre ja grundsätzlich nicht was Schwieriges zu machen. Aber bei mir geht der Teig nicht auf, beziehungsweise die Hefe reagiert nicht auf Zucker. Und ich weiß nicht wieso. Trockenhefe schon probiert, frisch, alles geht nicht. Irgendwie gehörst. Dabei will ich nur Toastbrot machen. Habt auch eine bessere Hälfte. Wieder aufpacken, macht einen Zopf und dann läuft alles wunderbar, so weil ich es mache, läuft es gar nicht. ja. Aber schon was Feines backen. Erstmal wenigstens was drin ist. Oh, 160. Ab da vorne. Werden wir die kurze Strecke noch schneller abfahren. Und irgendwie sind sie. Ja, da kommt schon wieder 150. Sind sie bei Transient World 4 mit den Szenarios kreativer worden von dem, was man so sieht? Ach ja, übrigens, die Sektion funktioniert nicht. Also ihr seht es, Vectron reagiert nicht. Ah, aber das nächste Mal, wenn wir die Leistung wegnehmen. Aber schade, dass sie das nicht umgesetzt haben. Das hat da nichts drauf reagiert. So, Highspeed. Jedenfalls bezüglich Kreativität des Szenarios. Also es gibt zum Beispiel gerade auf der Karte jetzt hier Szenario namens Filmfestival, glaube ich. Da wird den Besuchern so ein 4D-Erlebnis geboten und da sieht man auf der Strecke dann auch ein paar interessante Sachen. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Wir werden es das noch fahren. Dann in auf der Amerika-Strecke der neuen gibt es auch nochmal so Film-related Szenario. Da bist du quasi im Zug, der bei einem Actionfilm mitmacht. Entsprechend auch da passieren spannende Sachen. Ja, also haben sich ein bisschen was einfallen lassen, dass man jetzt halt normale Sachen mit dabei hat. Und ich glaube, ja doch, bei der East Coast Mainline war das, wenn du mit einer Zuma fährst, beim bestimmten Szenario, sobald du kurz vor 200 bist, kommt schöne Musik. Da war ich überrascht am Anfang. Aber irgendwie muss man ja was machen, damit man Transient World 4 rechtfertigen kann. Ah, das wird mich noch lange beschäftigen, aber wenn sie dann nächstes Jahr dann wieder noch eine neue Version raushauen. Aber das werden sie jetzt, ob sie es jetzt nächstes Jahr tun, weiß ich nicht, aber sie werden garantiert wieder eine neue Version rausschmeißen. Und da frage ich mich halt, bis da mit dem Content steht, was dann halt mit dem Editor passiert ist. Oder ob sie jetzt wirklich kontinuierlich einfach so kleinere Updates machen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die Sache mit der Kompatibilität ist dann halt schon ein Punkt, dass sie sich dann überlegen müssen. Gleiche war ja dann auch, oder ist nach wie vor ein Thema bei TS Classic, wenn sie da ja was Neues rausgebracht haben. Stichwort TS Classic. Da hatten sie ja schon mal viel versprochen, inklusive einen großen Change und Update an der Engine. Da hört man irgendwie auch nichts mehr. Gab es das Beta-Update? Und dann war erstmal finito. Man sich gerade wieder heimisch mit den ganzen Bergen. Muss man wieder nach Tirol, schon längst überfällig.
glaube, das ist dann unser vorletzter Halt. Dann kommt schon der letzte, glaube ich. Aber schau mal. Ne, das wollte ich gar nicht. Ja, da kommt 140. Und da wären wir unten. Sehr gut. Also wenn es nach mir geht, könnt ruhig ein bisschen herumfahren oder rumstehen. Eins von beiden. Nichts sonst. Das Witzige ist, ne? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In manchen Bahnhöfen steht dann Achtung Zugdurchfahrt, aber interessanterweise nicht bei jedem Bahnhof, wo wir vorbeitunnen. Was? Das war die Handweiche da hinten? Okay. Ja, also die Felswand dürfte auch ein schöneres Finish drin haben. So, 110 und dann sind wir eigentlich eh schon gefuckt wieder. Einmal runter. Beziehungsweise braucht man es eigentlich gar nicht mehr großartig beschleunigen hier. Damit herzlich willkommen in Feldkirch. Just in case. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass gewisse Detailsachen unglaublich spät erst reinladen oder umschalten von Low Quality auf High Quality. Merkt man gerade bei den Bäumen immer wieder. Södele. Ja, wenn da einmal die Tür auf. Ja, Wahnsinn. Da ist jemand eingestiegen. Zwei sogar. Drei. Ja, er versucht zumindest. Aber einen von den neuen Leuten sehen wir irgendwie nicht. Also, dass die jetzt da telefonieren und mit dem Koffer rumlaufen. Irgendwie gar nichts. Aber steht denn da? Ah, ich brauche den freien Modus. Warte mal, natürlich die Kamera mal wieder hier hin. Das ist die Kamera, freie Kamera. Was steht da hinten? Wo war das? Ach so, ja. Ach, die wird sogar funktionieren. Müssen wir mal schauen, ob im Fahrplanmodus tatsächlich da eine Anzeige ist. So, wir sind verriegeln. Machen wir doch. Sehr gut. Den lösen. Ab in den Tunnel. Mal kurz probieren.
Nee, ich will nach links rausgucken. Wäre ja eigentlich irgendwie noch ganz cool, wenn wir die Kameras bedienen könnten. Ich glaube, das wäre hier, ne? Willst du aber nicht. Gut, ich würde dir sagen, es wäre der Licht. Aber Fernlicht. Kann ich Außenkamera anmachen? Nö, schade. Sieht es eigentlich aus mit der Beleuchtung hier drin? Funktioniert gut. Ah. Länger drücken. Wieso konnte ich jetzt nicht mehr... Ah, jetzt kann ich wieder raus. Dacht schon. So, nee, das war falsch. Rückspitzensignale. Das reicht. Ich spaß mir jetzt mal überhaupt zu beschleunigen. Da wird doch PCB jetzt schreien. Jo. Komm runter. Ich möchte nicht, dass die PCB mir eine klatscht. Sehr gut. Schon interessant platziert. So, und jetzt passiert gleich was total Unnötiges. Hätten da jetzt nämlich locker flockig da links fahren können. Aber er schickt uns da rechts. Deswegen dürfen wir jetzt auch so schön langsam fahren. Weil es geht nach vorne, wenn der Kurve, dann wieder auf das Gleis da. Aber kann man machen. Hey, da ist jemand mit Koffer. Naja, Express ausbremsen. Kennen wir schon zu Genüge. Das Trend wäre aber 2. Aber man muss auch im Abler-Modus, im freien Modus, also wenn man halt zu Fuß unterwegs ist und dann sich dann zugspawnt, auch ein bisschen aufpassen, wie die Fahrstraßen gemacht werden von der KI. Weil teilweise schickt er dich dann auch komplett auf der falschen Seite. Und da muss man mit Wegpunkten das leicht korrigieren. Hatte ich jetzt schon einige Male. Moin, Vectron-Kollege. SBB Cargo. Nice. So, Schmack ist. 140. Ich mache heute nochmal ankommen.
Ostfischer nochmal schön Flyby haben. Irgendwie da so. Sehr schön. Ach ja, falls ihr mal das Horn hören wollt, das klingt so. Ein Moment. Finde ich jetzt gar nicht so doof. Meine, sonst nur Spielereien hier drin. Kühlungskasten, die Tür funktioniert nicht. Es funktioniert. Klimaanlage über 18 Grad. Machen wir mal einen Baum. Bringt ja eh nichts. Automatisch. Was haben wir hier? Scheinwischer. 12 Kilometer noch. Kunst auch. Wobei, wenn ich das jetzt so unten ziehe, sehe ich das auch draußen. Ja. Weiß man ja nie. Alles testen. Fenster. Lauft. Die Späße kennen wir ja schon. Haben wir eigentlich hier noch was? Nee, ging ja nicht. Mensch, hab ich gar nicht gesehen, was da jetzt für eine Lok dran war. Naja, egal. Warnblinker. Vermutlich anders konfigurieren, dass der was macht. Moin Leute. Aber ich glaube, ich habe schon meinen Daumen nach oben verdient. Ich war jetzt knapp eine Dreiviertelstunde mit aktiver BZB und es hat noch nicht einmal geschnallt. Also geschnallt im Sinne von Zwangsbremsung. Ich bin schon mal gespannt auf den ganz neuen Raid-Chat, wo sie jetzt in diesem Vectron-Style unterwegs sind. Ich muss sagen, das neue Design hat schon was. Hallo, runter. Aber das Originaldesign mit der Taurus gefällt mir schon ein bisschen besser. Man klar, bist du dann halt mit dem neuen Design halt fahren. Ja, aber ja, nee. Weil das Design ist mein so Ding. Und hat den neuen Nachtzug. Da habe ich gerade vor kurzem auf Facebook die Bilder gesehen von den neuen Kabinen. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber bei gewissen Ausstattungen frage ich mich dann, was da dann in der Nacht kosten wird. Bin jetzt auch nicht schon ganz so günstig. Diverse Fahrten. Also gerade nach Hamburg, glaube ich. Ja, Hamburg. War, glaube ich, nur eine Fahrt. Nicht ganz 200 Euro. Dann ist wieder das Fliegen interessanter. Gut, man muss aber auch dazu sagen, ich habe ziemlich kurzfristig geschaut, bezüglich Übernachten im Zug. Wenn man das natürlich ein bisschen im Vorhinein macht, dann wäre es vermutlich entsprechend günstiger. Aber ich bin nur überrascht, wie krass die Nachtzüge ausgebucht sind. Oh, deutscher Kollege, moin. Fast meine wäre das Matterhorn. Oder Form so ähnlich. Aber nein, ist es natürlich nicht.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Bludenz. Angriff auf Bahnsteig 3, Ausstieg in Fahrtrichtung links, glaube ich zumindest. Bedanken Sie, dass Sie mit Blackline Transports gefahren sind. Gut. Und bremsen wir mal. Vielleicht ein bisschen stärker. Zugbeeinflussung. Jetzt links oder rechts gesagt? Zwangsbremsung. So kurz vom Ziel. Zwangsbremsung. Ja, ja. Ist gut. Zugbeeinflussung. Geil. Da hätte ich ein bisschen schneller sein sollen. Ja. Das lief sehr gut. Als ich das für mich gefahren bin, war sogar Joshi mit dabei. Aber ich habe ohne Zwangsbremsung geschafft. Jetzt, wo die Aufnahme läuft, ja, da kassiere ich natürlich eine Zwangsbremsung. PCB, ich liebe dich. Oh, mein Gott, welche in die Gegenrichtung. Oh, wahnsinnig schnell brauchen wir jetzt hier nicht sein. Also hier, wenn sich auch denken muss, was ist da jetzt abgegangen? Dezent verbremst. Einfach mal nicht die meisten denken. So, da wären wir da. Mit einer fast perfekten Fahrt. Ja, also die letzte Zwangsbremsung, die hätte jetzt nicht sein müssen. Schade, schade, schade. So, Türen gehen auf. Sehr gut. Naja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Auch wenn es ein bisschen doof war jetzt zum Schluss. Aber es war eine nette Fahrt. Und jetzt habt ihr auch mal die ganze Strecke gesehen. Das war's. Wäre irgendwie echt schön gewesen, wenn es dann noch ein bisschen weitergehen würde. Mal gucken. Vielleicht dann mit Mods oder so. Durch die Community. Lasst mich doch mal überraschen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.